Wir haben gestern auf der Straße gestanden und ich war, wie ihr in dem letzten Video sehen könnt, berührt. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und heute Morgen habe ich mit ganz vielen aus dem Aktionsbündnis und auch aus der Politikerszene gesprochen. Und ich bin wütend. Es tut mir leid um jeden einzelnen Bürger, der sein Vertrauen in die Politik setzt. Ich bin wütend. Ich bin sowas von stinke wütend. Zentralklinik hin und her. Es ist eine generelle Zielsetzung des Landkreises, hier in Aurich, im Landkreis Aurich, die Richtung festzulegen. Was fördere ich? Was bin ich bereit zu zahlen? Wir wissen alle, das DRG-System ist schlecht für Krankenhäuser. Ist aber keine Entschuldigung. Entweder man ändert die Zustände, und zwar nicht durch eine Zentralklinik, oder man ist bereit, die Defizite zu tragen, weil es geht um den Bürger, es geht um die Gesundheit des Bürgers. Ich hab's satt, auf Politiker zu treffen, die keinen Hintern in der Hose haben. Ich hab's einfach satt, es steht mir bis hier oben. Es ist eine absolute Katastrophe, wie man klaglos alle Gegebenheiten hinnimmt und dabei den Bürger vergisst. Es geht um medizinische Versorgungszentren, die eingerichtet werden sollen. Habt ihr schon irgendein Konzept gehört? Das Wichtigste, auf was es ankommt, um den Bürger zu versorgen, wenn so eine tolle Zentralklinik kommt? Da sagen die ganz einfach, wir haben noch kein Konzept. Pfui, das ist ein absolutes No-Go. Das regt mich absolut auf. Dann am besten das Angebot, was man den Bürgermeistern macht. Gut, ihr in Emden habt die Schnarchnase, es tut mir leid, der hängt ja nun mal drin im System. Aber Vorsicht an Frau Schlag, an die Nachfolgenden von Frau Schlag, vorsichtig an Herrn Windhorst. Es gibt Geschenke, die man nicht annimmt. Es ist davon auszugehen, dass es einen finanziellen Anstupser gibt vom Land. Die sind ja auch nicht blöd. Die schieben die Verantwortung auf die Kommunen ab. Klingt toll, wir richten euch das ganz super ein. Ja, auf dem neuesten Stand, ganz toll. Ihr kriegt dann den Anstupser und könnt losmarschieren. Wir denken an euch. Und dann, in 2, 3 Jahren, ist die Kommune in der Pflicht und muss die Dinger instand halten. Muss sie auf dem neuesten Stand halten. Und dann ist der Landrat, dann sind die Befürworter der Zentralklinik völlig raus. Weil die Bankrotterklärung, die erklären hinterher die Bürgermeister. Und die kriegen die Schläge vom Bürger. Ist mir aber letztlich egal, wer die Schläge kriegt. Der Bürger hat nicht auf der Strecke zu bleiben. Das habt ihr gefälligst mit von vornherein zu kalkulieren. Der Landkreis rechnet ganz gerne mit Geldern, die er nicht hat. Das Thema Flüchtlinge, das hatten wir heute Morgen auch. Da werden Geschenke gemacht vom Bund. Ganz große Gelder werden versprochen. Natürlich. Und das fängt man an zu sabbern auf der Entscheiderebene. Gelder. Und dann fangen wir an zu bauen. Ganz viele Millionen können wir plötzlich investieren. Das Geld, was wir noch nicht haben. Und dann gibt es irgendwann eine Bundesentscheidung. Und dann, wenn diese Gelder ausgezahlt werden müssen in 2 Jahren, dann gibt's sie nicht. Dann wird das leider etwas umstrukturiert. Wer bleibt auf den Kosten der Sitzen? Die Kommunen. Pfui. Ihr seid einfach zu raffgierig. Lernt haushalten mit dem, was ihr habt. Also mir dreht's. Macht noch ein Gutachten am besten. Das riecht mich fürchterlich. Gutachten. Das ist der Klopfer. Der Rettungsdienst. Der Rettungsdienst, auf den wir uns ja demnächst alle zu verlassen haben. Man munkelt, es gäbe auch da ein Gutachten. Wir kommen jetzt schon nicht mit dem Rettungsdienst aus. Die Kostenträger zahlen längst nicht das, was geleistet werden muss oder müsste. Es fehlen viele, viele hundert Stunden in der Vergütung. Was macht der Landkreis? Er macht ein Gutachten. Gutachten sind toll. Gutachten sind ja so obertoll. Ja, und was kommt dabei raus? Eben, es haben mehrere hundert Überstunden geleistet zu werden, damit überhaupt vernünftig gearbeitet werden kann, damit es dem Bürger überhaupt in irgendeiner Weise gerecht wird. Okay, nun ergibt das dieses Gutachten. Super, man geht hin zu den Kostenträgern und will das neu verhandeln. Und die Kostenträger sagen, kackendreist, nö, das ist uns ein bisschen zu teuer. Das machen wir nicht. Wir bieten euch die Hälfte. So, und was passiert dann vom Landkreis aus? Dass die revoltieren? Dass sie die auf den Tisch bringen? Nein, nix. Man klappt gemütlich die Verhandlungsmappe zu, sagt, okay, machen wir nur die Hälfte, ist ja in Ordnung, reicht uns ja völlig. Aber noch was viel Schöneres. Für die nächsten Jahre macht man wieder Gutachten, weil das so toll läuft. Sag mal, seid ihr eigentlich völlig behämmert? Die Hälfte von ganz vielen hundert mehr Stunden, die nicht bezahlt sind, sind immer noch ganz viele hundert mehr Stunden, die dann immer noch offen sind. Wir brauchen den Rettungsdienst. Wie verhandelt man eigentlich für den Bürger? Was soll das? Sollen wir demnächst mit der Schubkarre dann zum Krankenhaus hinkommen? Ihr spinnt ja wohl. Und die Krönung ist,
weil das so gut gelaufen ist, machen wir jetzt jedes Jahr ein Gutachten. Nee, also beim besten Willen. Also ich wollte Unterschriften sammeln. Ich wollte Unterschriften sammeln gegen das Krankenhaus. Ich sitze sowas von tief drin in der ganzen Scheiße hier. Mir wird regelmäßig schlecht. Ich kann gar nicht. Jeder hat mich gefragt. Tritt in unsere Partei ein. Mach uns das Zugpferd. Ja klar, bis auf die SPD hat mich jeder gefragt. Vielleicht sollte ich eben in die SPD eintreten und denen mal wirklich langsam mal wieder zeigen, was sozial bedeutet. Ich glaube, ihr spinnt. Und dann sind wir bei der Zentralklinik. Leute, da wird eine Zentralklinik gebaut. Und dann ist Pfofftein oder was? Wer meint denn tatsächlich, dass an der Zentralklinik nicht sofort irgendwelche weiteren Kosten entstehen? Man muss nämlich auch da investieren. Stellt euch mal vor, da beginnen die Investitionen vom ersten Tag an. Lassen wir es mal ganz ruhig rechnen. Sagen wir mal, wir haben 5 Jahre Ruhe. Dann geht's doch los, dann gibt es die nächsten Bundesänderungen, dann gibt es die ersten Feststellungen. Die Klimaanlage, die eiert ein bisschen. Wer bezahlt das denn? Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr dann schon wieder Anträge stellen könnt beim Land Niedersachsen? Nein, dann sitzen wir mit dem Dreck hier. Und das erklärt mal bitte schön, dass dafür dann keine Knete mehr da ist. Leute, ihr treibt uns in die Privatisierung. Seid ihr, wie behämmert und blauäugig kann man sein? Habt ihr noch nie ein Haus selber gekauft? Habt ihr noch nie ein Auto selber gekauft? Jeder Bürger auf der Straße kann das an 5 Fingern abrechnen. Dazu braucht er noch nicht mal einen Schreibblock. Das, was ihr dann macht, das ist Kamikaze. Das ist... lacht über mich. Ist mir völlig egal, aber das muss jetzt endlich raus. Ich hab so die Faxen dicke. Ihr verschaukelt den Bürger. Euch geht's so gut. Setzt eure Prioritäten anders. Unser Landrat fährt ja so gerne Motorrad. Soll er? Soll sich die Maschine selber kaufen und bei Wind und Wetter bitte schön mit dem Motorrad in den Kreistag fahren? Oder wohin er auch sonst fährt zu seinen Gutachterkaffeetrinkpäuschen oder was? Ich bin nicht mehr bereit, solange der Bürger auf der Strecke bleibt, ihm unter anderem sein Fahrzeug zu bezahlen, sein Dienstfahrzeug, was er eventuell noch privat nutzt. Weil der Bürger darf das auch nicht. Ich hab die Faxen dicke, lass den Bürger nicht über die Klinge springen.